Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Max. Super Sprungen! Wow. In der letzten Folge haben wir gegen Oogie Boogie gekämpft und jetzt haben wir hier einen Abstecher nach Melons Haus gemacht. Oder zu Melons Haus, weiß ich gar nicht jetzt. Und ja, wir haben einige verlorene Seiten. Wie viele haben wir denn, um Gottes Willen? 4 Stücke, und das wird ja sehr, sehr lange dauern, oh mein Gott. Na gut, dann gehen wir mal in Puhs Welt. Meine absoluten Lieblingswelt. Sarkasmus. Okay. Irgendwann muss das ja gemacht werden, also bringen wir es hinter uns. Ich glaube, zwar sind immer noch ein paar übrig, so ein oder zwei, aber wir müssen dann schon weit gekommen sein. Ja, ich glaube hier. Sind immer gescriptet, wann die auftauchen, also muss das ja hier das nächste sein. Okay. Dann. Guck mal, warte mal hier. Möhren. Bah. Kürbisse. Boink. Mit S geschrieben. Pumpkins. Okay. Hier ein Schild für Karotten. Keritz. Kabitsch. Wie kann man denn drei Sachen falsch schreiben direkt? Wenn man eine falsch schreibt, okay, aber alles direkt. So, um zu betonen, hat der echt nichts. Kann so in dem Gebiet drin steckt ein Brief. Ich hoffe, wir gehen bald zum Honig zu Hund. Puh. Ja. Gott. Reiser, oh Gott. Rabbits Hause. Oh mein Gott. Also, Rabbits Haus ist wieder zurück, aber etwas fehlt noch. Puh hat laut gerufen, aber das Haus sagt, Rabbit ist nicht da. Damit das Haus Schulden recht haben. Niemand da? Nein, niemand. Ja, dann kommen wir endlich mal zu dem Charakter, für den ich am meisten Sympathie irgendwie aufbringe. In der gesamten Winnie-Pooh-Welt. Wer ist die Person mit dem Namen Niemand? Niemand? Hast du Rabbit gesehen? Nein, das ist kein Rabbit hier. Niemand ist hier. Das ist anstatt da vorne an die Tür zu klopfen, ne? Hallo, Rabbit. Oh, puh, was für eine angenehme Überraschung. Schön, dich zu sehen. Ferkel und... No, don't mind me. Ist das ein neuer Freund? Puh, tut mir leid, aber... Ich habe keinen Honig mehr. Upsala. Okay, wenn er keinen Honig hat, dann lass ihn nur in Ruhe, Mann. So, riechst du den Honig? Ich muss ihn haben. Ich muss ihn haben. Honig? Wie kommt der darauf? Möchtest du etwas davon, aber du musst natürlich nicht. Oh, vielen Dank, Rabbit. Ich nehme nur ein kleines Häppchen. Ich habe ein bisschen Hunger. Nom, nom, nom. Puh. Nom, 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 nom. Du isst doch nicht den ganzen Topf leer, oder? Nom, 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 nom. Wenn du einmal anfängst, bist du nicht zu bremsen. Hab ich auch mal Hunger auf Honig. Ah, schon wieder kein Honig mehr. Ja, wessen Schuld ist das? Wie schön, dass ich beide gefunden habe, den Honig und Rabbit. Nom, nom. Oh, raus hier. Ich halte das nicht aus. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hier hin? Da muss ich noch irgendwas da drin machen. Ich glaube, ich muss ja noch was machen. Wollte er noch von mir? Hat er mit ihnen gesprochen, also mit Ferkel? Also, Rabbit ist auch zurück, aber einer fehlt noch. Einige unserer Lieblingsplätze sind auch verschwunden. Oh, was sollen wir nur tun? Ah, schon wieder kein Honig mehr. Okay. Jetzt.
Ja. Was muss ich machen? Erzähle es mir. Hilfe, jemand muss Pooh helfen. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, was machen wir? Ach, je und Hilfe, ich stecke schon wieder fest. Ich bin durch dieses Loch hineingekommen. Es muss geschrumpft sein. Warum bist du auch nicht durch die Tür gegangen? Da ist der riesige... Ja, das ist aber da... Ach. Es ist nur passiert, weil du immer so viel Honig isst. Wenn Pooh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir doch nur etwas tun können. Du hast da eine Tür, der riesige... Was heißt ihr verstopft, verdammt? Habt ihr alle irgendwie Angst vor Türen oder was? Ich halte das ja nicht aus. So. Ja, das ist wieder ein Bild für die Götter hier. Wie kann ich Honig essen, wenn ich hier feststecke? Kannst du mir zum Mittagessen vielleicht einen Honigtopf bringen? Kein Honig, bis du wieder frei bist. Wenn Pooh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Komm, wir schneiden ihn einfach auf. Halt, ich weiß, ein bisschen Karottensaft ist die Lösung. Mein Karottenbild ist auf der anderen Seite des Baches. Karottensaft ist genau das Richtige, damit ein Pooh dünner wird. Oh nein! Ja, da kommt der Tier mit der wandelnden Erektionsstörung. Hey there, name's Tigger. T-I-G-G-E-R. That spells Tigger. Well now, I don't think I've ever seen you before. Hello, Tigger. You've just bounced my new friend Sora. Hey, Pooh. Say, you're looking mighty uncomfy today. Is that some new exercise? Why, bouncing around is a lot more fun. Why do you bounce around so much, Tigger? Why? 'Cause bouncing's what Tiggers do best. Speaking of which, my bouncing spot has gone and disappeared. So for now, this will be my new bouncing ground. Okay. Die Herzgraubse ruiniert meine Karten. Wenn wir Pooh keinen Kartensaft geben, wird er für immer feststecken. Bitte hilf mir, halte Tigger von meinen Karten fern. Kein Honig, keine Karten. Mein Gott. Ein ganz schön... Ich dachte jetzt, da steht verkackte Sache. Eine ganz schön verkackte Sache. Aber ich habe die Lösung. Ja, ich bleibe bei verkackt. Sora, du musst das Kartenbeet beschützen. Wenn Tigger zweimal auf eine Karte springt, versinkt sie. Ungefähr so. Hey! Einmal? Zweimal. Hey! Alle hacken auf Rabbit rum. Mann! Genauso! Das war meine Karotte! Rettet die Karotten vor Tiger springen und du bekommst Punkte. Wie fragst du? Das ist ganz einfach. Sei bei den Karotten, bevor Tiger auf sie springt. Hier sind 15 Karotten. Dein Punktestand hängt davon ab, wie viele du retten und wie oft du Tiger blockierst. Oh, noch etwas. Das Kommando folgen ist der Schlüssel zum Kontenblocken. Ja, aber ich darf mich da nicht bewegen, glaube ich. Wähle folgen in der Nähe von Karotten, die noch nicht versenkt sind. Du bist so am Zielpunkt, bevor Tigger landet. Also viel Glück. So, du und ich. Tiggerblock. Komm Tigger zuvor und halte ihn davon ab, die Karten zu zertrampeln. Verdammter Dreck. Man muss doch wieder da hinten irgendwas anvisieren. Verdammter Dreck. So. Mach doch. Boah. Cockblock. Ey. Boah, ist das beschissen. Egal, man muss sowieso keine Punktzahl hier haben. Warum taucht das? Er verschwindet immer wieder, wenn ich drücken will. Alter. Boah, das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. Alter. Hör auf damit.
Der arme Hase. Ma. Er verschwindet, wenn ich mich nicht bewege. Wenn ich mich bewege, das ist kacke gemacht, finde ich. So. Erfolgreiche Blocks 8. Konten gerettet 13. Punktstand 104. Aber so immer. So muss ich ja keine bestimmte Punktzahl haben. Bitte nicht. Danke vielmals. Ich mache jetzt besser einen Karottensaft. Entschuldigt, Karotten, bitte wartet im Haus auf mich. I'm feeling you, bro. Okay. Oh, was für ein Tag. Ich habe Pudding Karottensaft gegeben. Das, was wir jetzt tun müssen, ist, ihn auszudrücken. Ein kleiner Schub sollte genügen. Okay, warte, ich tu mal perforieren rein. Ah. Tsch. Ach, Mann. Ich nehme ein Schlüsselschwert voll. Erst mein Gemüsebeet und dann noch das. So ehrlich, ihr treibt den Hasen ja noch in den Suizid. It's ever so dark in here. Well, it isn't so bad, I suppose. There is plenty of honey. Weißt du, nur weil du Hunger auf Honig hast, heißt das nicht, dass jeder Honig auf der gesamten Welt dir gegeben werden muss, du Fressack. Ich hasse diesen Bären so sehr. Ich hab keine Ahnung, wie. So, hier, nächste. Eine Schaukel hängt an einem strammen Baum. Hineinschauen, ja. Ist eigentlich schon das Ende fast? Schau mal, Bruder, treibt etwas am Bach. Im Bach. Ich denke, du hast recht, Ferkel. Was könnte das sein? Und da kommt der nächste Suizidgefährdete. Das sieht aus wie Ja. Hallo Ja, falls du es bist. Weiß nicht, ich weiß nur, wie Honig aussieht, wie meine Freunde nicht. Ich weiß nicht, wie mein Freund aussieht. Ich bin nur ein Bär. Der Honig frisst. Hallo, Puh. Ja, ich bin's. Kannst du mich rausnehmen, falls es nicht so viele Umstände machst? Und dann trinke ich hier und sterbe. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Ich gehe nur ein bisschen saufen. Die rühren kein Finger. Die lassen den ertrinken. Wir rühren keinen einzigen Finger. Ach, er sagt aber lustige Sachen, ne? Da sind da gar keine Schätze. Oh, ich kann die ganze Anstalt hier nicht leiden, ne? Mann. Oh, hi, was machst du denn hier? Wo ist dieser Sprungtuch bloß hingegangen? Bla, bla, bla. Ja, wo bist du? Ich helfe dir. Irgendeiner muss es ja. So, hier. Danke, Po. Danke, andere Person. Man hat Po hingetan, hallo? Als ich hier rumtrieb, kam mir, ist mir so vor, als würde mir etwas fehlen. Es fehlt mir immer noch. Ah, ja, das Schwanz ist weg. Guck da nicht hin. Guck nicht auf die Schwänze von anderen. Ist das, was dir fehlt? Mal sehen. Ja, ich habe ihn schon wieder verloren. Wo ist er bloß hin? Das ist kein besonderer Schatz, aber ich hänge an ihm. Versteht ihr? Aber ich wüsste nicht, warum jemand danach suchen sollte. Wir würden ihn sowieso nicht finden. So, warum suchen wir nicht alle nach Ias Schwanz? Meinst ich etwas verloren? Am schnellsten findet man etwas, wenn man von oben herab sieht. Eule, kannst du hochfliegen und Ias Schwanz zu finden? Tut mir leid, aber meine Augen sind nicht mehr die alten. Zu viel gelesen. Aber ich kann einen guten Rat geben. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst.
Siehst du die Schaukel da oben? Bring Pooh dahin. Du bist etwas zu groß für die Schaukel, aber Pooh passt genau darauf. Wenn ihr da seid, erzähle ich euch mehr. Na gut. Jetzt kommt doch fettes Ding. Ach ja, folgt uns auch. Nee. Herr Chilton, also wo ist hier Honig? Wenn hier Honig irgendwo ist, dann muss ich hier ihm wieder volle Möhre hier dann vorbeilaufen, weil sonst weiß ich nicht. Mach's bei ihm. Und er frisst den ganzen Scheiß und ich muss 10 Minuten warten, bis er aufgefressen hat. Oh, komm, mach mal. Du musst auch wissen, wie das überhaupt geht, ne? Da finde ich gut, dass wir in dem Part vielleicht hier alles schaffen in dieser Welt. Ich will so schnell wie möglich hinter mich bringen. So. Ja, jetzt läuft es auf einmal schneller. Die Schaukel. Irgendwie an dem Baum von das große Krabbeln. Du musst Folgendes tun. Mach dich bereit zum Anschubsen. Wie? So. So? Drücke dann R1 um Schubs Po an. Das hilft uns, den Schwanz zu finden, indem... Gut so. Prima, jetzt kommt der nächste Schritt. Drücke eins, bevor Po unten ankommt. Wenn dein Timing richtig ist, wird Po höher und höher schwingen. Probier es mal. Ich helfe dir beim Timing. Drücke eins, wenn ich meine Flügel ausbreite. Wenn du zu früh drückst, schwingt Po nicht höher. Zu spät und er schwingt so hoch. Okay. Und das hilft uns jetzt wie? Leute, tun mir alle so leid, ne? Der kommt mir bekannt vor. Wie gefällt er dir? Na? Jetzt ist kein besonderer Schwanz, aber er gehört mir. Vielen Dank allerseits. Ich wünschte, der Hund am Morgenbein wäre wieder so, wie er vorher war. Ja. Da schafft man doch eine ganze Reihe hier, anscheinend. Die Kraft der Zeit erhalten. Stopp hat sich zu Stoppra weiterentwickelt. Geil. Hammer Time. So, hier hin. Eine Lichtung voll mit Baumstümpfen. Hineinschauen. Ja. Kann sein, dass wir doch hier schon ganz am Ende sind. Wenn wir die ganze Welt hier schaffen. Jetzt habe ich vorhin mein Schlüsselchen gezogen. Ja, das könnte hier ein bisschen lustig werden. So. Ich muss hier ein paar Sachen sammeln, glaube ich. Hier gibt es ausnahmsweise mal Sachen zu sammeln, wenn ich mich irre. Aber ich komme hier nicht überall hin, das ist das Problem. So, hier haben wir Dunkelmaterie, das ist glaube ich wichtig. Bams. Eine seltene Frucht halten. Gib mir die. Ich kann echt nur eine nehmen. Na gut. Hier muss ich die nochmal geben. Ich glaube die Eule, ne? Oh. Muss doch, irgendwo musste man mal so einen Baumstamm kaputt machen. Das ist die Eule. Ich weiß es nicht. Heiner.
Na gut, dann machen wir erstmal, was auch immer wir machen müssen. Das ist jetzt kein Honigbaum. Du hast ein Problem. Du hast ein sehr ernstes Problem. Ich bin die Eule nicht. Dies ist mein Sprungbock. Jetzt können wir den ganzen Tag herumspringen. Nichts ist besser als hüpfen. Bist du auch Springsora? Das macht riesigen Spaß. Okay, riesigen Spaß. Okay, wenn du viel wieder ein Champion springen willst, brauchst du ein paar Tipps vom Champion. Da ist die Eule. Eule, du bist kein Springer, aber das ist das Neon Tiger. Ich fürchte, du hast recht. Ich denke, ich kann nicht immer Vorbild sein. Okay, zum Springen hier rüber. So, hier konnte man da irgendwie machen. Ist die Eule jetzt hier irgendwo? Ich muss ja, glaube ich, die seltenen Früchte geben, oder? Da. Du hast eine Frucht gefunden. Hier als Dankeschön. Kraftbolzen. Bams. So, ich glaube, wir sind ja aber doch noch eine Weile beschäftigt. Jetzt muss ich nochmal da hinkommen. Nee. Okay. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt, aber wenn so Kraftbolzen die Belohnungen sind, dann warum nicht? Jetzt nochmal den gekonnten Sprung machen. Bams. Seltene Frucht erhalten. So, mehr. Schutzengel, danke. Das sind sogar halbwegs gute Sachen. Überall kann ich, glaube ich, noch gar nicht hin. So, wo ist jetzt nochmal Dingen? Da! Ja, der Dreck. Mal dich doch irgendwo fest, Mann. So. Ich bin hier irgendwo hin. Ma! Muss ja immer so einen Kilometer von weg. Nein! Das Ding hier runter. Ma, bleib doch mal ein bisschen unten. So. Eine seltene Frucht erhalten. So, gib mir mehr. So eine Frucht gefunden. Hier, das Dankeschön. Mithril-Erz, ja super. Sind. So, was haben wir hier? Mithril-Erz, ey. Ich will diese Mithril-Erz-Kopfblocker. Ey! Oh. Warte mal hier. Da. Ich hoffe, Arm, da hätte ich auch so dran kommen können. Ich da dran kommen. Ja, ich treffe das Ding noch. Hier seht das doch. Und da habe ich eine Frucht. Hm, ja. Ich komme doch locker da dran. Ja. Oder so lange, bis er sagt, ja, ich brauche keine Früchte mehr. Abilitamin. Gibt's noch mehr? Anscheinend schon. So. Mein Gott. Gibt's doch einfach nicht. So, wie kommt mich jetzt da? Mein Gott. Auch erstmal hier, was wir auch machen müssen.
Tiggersprünge, beobachte genau Tiggers Sprungfolge und spring ihm nach. Das ist zum Aufwärmen. Ich darf nicht runterfallen. Oh, und Dings ist jetzt auch weg. Ihr könnt mich mal. So, jetzt wird's knifflig. Ja. Ja, voll blöd, dass die mir den Dings weggenommen haben, den Sprung. Bringt mir in den Sprung. Ich dachte, er geht zum Springen. Je höher ich springen kann, desto besser. Ich will immer nur so am Rand bin, wegen meinem Kacksprung hier. Yes. Du hast groß, das hast du großartig gemacht. Jetzt kommt der letzte. So, das ist jetzt unfähig. Ich muss mich auf das kleine Ding landen. Statt auf das ganz breite Ding. Yes! Das würde er sich echt freuen. Du bist ein toller Hüpfer geworden, Sora. Stimmt's, Ru? Nein. Hey, Tiga, ich glaube, er ist für einen großen Sprung bereit. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Schlage Früchte zur Urne, um die Urne zu zerknacken. Und hat das mit Springen zu tun? Fragt mich nicht. Das hört sich aber echt was an, als würde da was richtig doll kaputt gehen. Verstehen sie nicht. So, ich habe immer Angst, hier runterzufallen. Das ist, glaube ich, vorbei. Mein Gott. Ich glaube, je tiefer man hat, macht desto mehr Punkte kriegt man. Alter. Ich hasse ein Tier. Einfach draufgehauen. Und dann ist so knapp, dass man hier runterfällt, ne? Oh. Ja, raus. Ich wollte, dass im nächsten Part fertig ist. Wahrscheinlich. Mann! Das ist eine Kacke! Ich wüsste, wenn die Aufnahme jetzt nicht geklappt hätte, ne? Müsste das Ganze ja nochmal machen. Mann! Mann! Alter! Jetzt mach doch mal hin, ne? Ich hab keine Lust mehr auf den Scheiß. Oh, guck dir an, wie knippert immer ist. Alter. Oh, ich halte das nicht aus. Mach Hände. Mach Hände.
Ich mach die Kamera auch noch hier so Macken. Jetzt krieg ich nur einen Punkt gemacht. Jetzt krieg ich das Ding wieder. Jetzt müsste ich runterfallen, wisst ihr? Dann muss ich nochmal alles hier machen. Warum kriege ich denn jetzt noch einen Punkt? Schon 30 Minuten hier. Danke. Ja, damit. Aber die Termin gut. Was bringen wir hier hinter uns? Komm, lass uns wippen. Okay. Also warte, ich gehe jetzt hier raus und speichere. Jetzt habe ich die Belohnung bekommen, aber was soll's. 30 Minuten ist genug. Mein nächsten Part damit weiter. Oder auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir weiter hier machen in 100 Morgenwald. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.